Wir haben einen ganz großen Schwerpunkt, dass wir nicht nur das offene Kursprogramm, das man über das Kursbuch kennt, anbieten, sondern wirklich auch unseren Firmen, unseren Kunden, aber auch unseren Trainern dann immer wieder ein bisschen Impulse geben möchten. Und da haben wir jetzt seit 2 Jahren neu, dass wir eben auch Impulsvorträge am Abend machen. Es ist ganz super, dass es das WIFI organisiert, und das ist ja genau das Rückgrat von WIFI für uns Unternehmer, dass wir viele Sachen hier bekommen, wo wir uns wirklich weiterbilden können. Und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Akzent, wo man sich vielleicht noch mehr vertiefen könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Christoph Rosenberger zum Thema Face Reading. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Face Reading. Ich freue mich riesig, dass ich Sie heute in diese Welt entführen darf, in die Welt des Gesichtslesens, in die Welt des Face Readings. Eine inzwischen anerkannte Wissenschaft, die schon im alten China bekannt war. In der westlichen Welt hat sie ihren Ursprung im antiken Griechenland. Prinzipiell unterscheidet man dabei 3 Grundtypen mit gänzlich unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Das Wissen um diese Typen erleichtert den zwischenmenschlichen Umgang auch in der Geschäftswelt. Es freut mich, wie die Menschen bei dem Thema, wie sie mitgehen, wie sie mitdenken, wie sie Erkenntnisse haben. Und wenn ich ins Publikum schaue, wie sie es begreifen und welche Erlebnisse anscheinend in den Köpfen haben und womit sie dann nach Hause gehen, das allein ist es wert. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe auch teilweise Personen wiedererkannt in diesen verschiedenen Typen. Ja, und hat mir eigentlich zum Nachdenken gebracht. Teilweise werde ich Menschen anders betrachten, weil man eben den Mensch so sein lassen soll, wie er ist. Also das war für mich die Kernaussage, und auf das werde ich in Zukunft vielleicht Rücksicht nehmen. Ich habe den Vortrag extrem spannend gefunden. Mitnehmen, ja, was nehmen wir mit? Einfach mehr auf die Gesichter der anderen zu achten. Ich versuche auch schon Leute zu analysieren, die ich hier sehe. Ich denke, dass eine gewaltige Wissenschaft dahinter steckt. Die Leute waren auch sehr begeistert und interessante Themen, über die man so vielleicht jetzt gar nicht nachdenkt, das ist immer, kommt immer sicher gut an. Das WIFI soll Impulsgeber sein. Wir wollen hier Unternehmerinnen und Unternehmer auf Ideen bringen. Wir wollen ihnen neue Trends zeigen. Das war heute so ein Abend, wo man ganz einfach Methoden erkannt hat, die man möglicherweise auch tagtäglich im Geschäft brauchen kann und auch gleich morgen umsetzen kann.